Servus! Ihr wird wieder mal getaggt und zwar vor längerer Zeit schon von der lieben Frozen Corner zu einem Positiv geht immer, oder? Positiv geht immer, Good News Tag. Und das sind 9 Fragen, die was jetzt gern beantworten wird. Oben rechts sind natürlich ihr Kanal verlinkt und schaut gerne bei ihr vorbei, die ist ganz eine liebe YouTuberin. Und ja, ich fange direkt einmal an. Wer war dein Vorbild 2017 und warum? Ich habe kein Vorbild. Ich habe eigentlich nie Vorbilder direkt und warum, weiß ich nicht. Aber ich habe so viel um die Ohren, dass ich mir keine Vorbilder suchen kann. Na, das stimmt jetzt nicht, aber ich wüsste einfach nicht wen. Welche Aktion fandest du 2017 richtig cool? Eine richtig coole Aktion. Eigentlich so richtig cool. Also ich habe sehr viel mit meinen Kindern unternommen, das fand ich immer schön. Also sehr viel Zeit mit den Kindern, das finde ich richtig cool, dass ich sehr viel mitgekriegt habe von meiner Tochter, wie sie groß geworden ist, die Elena. Die hat so viele Fortschritte gemacht, die Emily auch. Das war einfach für mich schön zu sehen. Ja. Gibt es gute Nachrichten bei Themen, die dich interessieren? 2017, denke ich einmal, ist das wieder, es hat eigentlich nie so wirklich gute Nachrichten gekriegt. Das waren sehr viele schlechte Nachrichten letztes Jahr, aber ja, hat eigentlich keine richtig gute Nachricht gegeben, die was es gegeben hat. Na, leider nicht, nein. Was für gute Nachrichten gibt es über deine Familie? Ja, bei meiner Familie, das ist alles super. Also wie gesagt, meine Kinder lernen ganz viel. Mit meinem Freund verstehe ich mich sehr gut. Ja, bei uns gibt es eigentlich, da gibt es direkt jetzt gute Neuigkeiten nicht, aber es ist schön zu sehen, wie sie sich entwickeln, dass sie sich richtig entwickeln, dass da alles ja, so geschieht, wie es, ja, dass sie glücklich sind, dass die Kinder einfach glücklich sein und man sieht einfach, wie viel sie lernen. Das ist unglaublich, wie viel Kinder so in so kurzer Zeit lernen. Wenn ich meine Große jetzt anschaue, die wird jetzt sein im Dezember 4 Jahre, verrückt, wahnsinnig, wie selbstständig und ja, wie selbstständig sie schon ist. Und die Kleine, die was jetzt 2 Jahre wird, die ist auch so extrem selbstständig. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schnell das überhaupt geht. Was hat dich 2017 richtig zum Lachen gebracht? Das ist sehr kinderlastig, aber meine Kinder, sehr oft haben meine Kinder zum Lachen gebracht. Was hat sich 2017 für dich verbessert? 2017. Was hat sich da für mich verbessert? Es ist eigentlich alles wie beim Alten geblieben. Also, es hat sich nicht wirklich was verändert. Es ja, verändert direkt hat sich nichts, ne? Verändert im positiven Sinne hat sich gar nichts. Also, wüsste ich jetzt nicht, dass sich irgendwas überhaupt verändert hat. Es ist eigentlich gleich geblieben. Bin eine fade, faule, faul nicht, aber eine fade, normale Mama, die was, ja, da verändert sich selten was irgendwie. Worauf warst du 2017 dankbar? Wieder das Gleiche, dass sich meine Kinder so gut entwickelt haben. Dass mein Freund immer zu mir gestanden hat, dass wir einfach eine schöne Zeit miteinander gehabt haben und ja, dass alles gepasst hat. Und dass keine Unfälle passiert sind, dass niemand schwer krank geworden ist. Ja, sowas ist immer was Schönes. Welche Videos haben dich 2017 motiviert? Videos. Ich habe mir sehr viele Aufbauvideos angeschaut und Ausmistungsvideos, auch Minimalismusvideos und dazu bin ich dann drauf gekommen, dass ich vielleicht so 2018 diese großen Aufbauprojektvideos mache, wo ich einfach die Sachen schaue, dass ich sie aufbaue und nichts Neues nachkaufe. Das hat auch dieses Jahr gut geklappt, ich habe mir sehr wenig gekauft dieses Jahr, ich werde jetzt wahrscheinlich auch weiterhin sehr viel sparen in dieser Hinsicht, weil wir jetzt dann sowieso uns ja in Deutschland ein Haus ersteigert haben und dadurch kann ich jetzt dann sowieso nicht mehr so viel Geld ausgeben für so eine Sachen. Ob in Deutschland ist das sowieso billiger, wenn man in Deutschland ist, da kaufe ich lieber dann die Sachen in Deutschland ein. Welche 3 YouTuber möchtest du taggen? Nachher aus 2017 ist es vielleicht sogar schon zu spät, jemanden zu taggen. Ich werde jetzt trotzdem ein paar taggen und zwar die liebe Miss Biggie.
Da würde ich mich freuen, wenn du mitmachst. Dani's Real Life und ja, die Katrin, wenn du Zeit hast. Genau. Das waren drei YouTuber, die was mit Schnelllevel eingefallen sind. Und schaut jetzt auf jeden Fall einmal bei der Frozen Corner vorbei. Ich werde jetzt versuchen, das da einzublenden. Und ich werde euch da meinen Vlog-Kanal einblenden, jetzt kann ich es gleich mal sagen und jetzt wünsche ich und irgendein Video werde ich oben einblenden, weil sonst kann ich nämlich die Kanäle nicht einblenden. Und jetzt wünsche ich einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Vielleicht.